9. April 2019 16.42 Uhr Korpatsch in Lugano in erster Runde ausgeschieden. Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier in Lugano, Schweiz in Runde 1 ausgeschieden. Die 23-Jährige musste sich der 6 Jahre älteren Schweizerin Timea Beck-Sinsky mit 0 zu 6, 2 zu 6 geschlagen geben. Das erste Aufeinandertreffen 2018 im französischen Biarritz hatte die Deutsche für sich entschieden. Punkt. Vor Korpatsch war bereits Mona Bartel, die zweite deutsche Spielerin im Hauptfeld von Lugano, an der Auftakthürde gescheitert.